Ja, hallo liebe Leute, hier ist euer Thomas Müller-Gütersloh. Ich bin heute nochmal auf ein Thema gestoßen, was natürlich auch alle interessiert. Ich hatte jetzt letztens ein Video gemacht zu der steilen Zinsentwicklung und wie sich dann dadurch die ja, eigenbewohnten Wohnimmobiliendarlehen nicht mehr so lohnen, wegen der Zinshöhen und so weiter. Und auch mal so ein Rechenbeispiel gebracht. Und ja, jetzt möchte ich natürlich, was damit zusammenhängt, auch dass die Zinsen hochgehen, weiter auf die Inflation in Deutschland eingehen. Ja, die Inflation ist ja grundsätzlich eine Geldentwertung. Also man verliert das Vertrauen oder das Volk verliert das Vertrauen in die Regierung, in die Kraft der Regierung und in den Zusammenschluss. Bei uns ist das ja der Euro und damit natürlich auch in die EU leider. Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass die Inflation bzw. die Regierung ein Interesse daran hat, immer eine leichte Inflation zu haben und das Ganze dann auch im Endeffekt schön zu reden. Also die Regierung möchte ganz gerne eine leichte Inflation, weil dadurch natürlich eine Geldentwertung und eine Schuldentwertung von ihren Schulden stattfindet und wir dadurch keine Stagflation bzw. Stagnierung der Wirtschaft bekommen, sondern immer so ein leichter Cashflow ist und die Leute auch das Geld ausgeben. Jetzt ist es natürlich so, sie verschleiert das grundsätzlich nach meiner Meinung durch den Warenkorb, den sie anlegt, um diese Inflation zu bemessen. Also es gibt immer einen Korb von Waren sozusagen, man stellt sich den vor, imaginär, da sind verschiedene Produkte drin und die Regierung wählt natürlich aus, oder das Finanzministerium in Berlin wählt dann aus, welche Waren dort vertreten sind. Und natürlich hatten wir eine höhere Inflation auf Fernseher oder Handys oder solche Geschichten als jetzt oder zum Beispiel auch natürlich Benzin oder sowas in der Richtung, als jetzt auf irgendwelche Lebensmittel oder Mieten. Zum Beispiel Mieten sind im Verhältnis zu den anderen Sachen also gar nicht so stark gestiegen, wie jetzt die Inflation jetzt uns sagen will im Verhältnis dazu. Aber die Regierung nutzt praktisch diesen Warenkorb praktisch, um uns eine niedrigere Inflation zu suggerieren und wir sollen dadurch das Vertrauen in die Regierung oder in die Währung, jetzt den Euro hier in Deutschland, nicht so schnell verlieren. Das ist der Grund, warum das so praktiziert wird. Ja, man kann die Inflationsrate, das war mir auch nochmal wichtig zu sagen, oder die Inflation oder die Geldentwertung für sich mal ausrechnen, indem man jetzt sagt, man teilt im Endeffekt also die Zahl 72 durch die jetzige Inflationsrate. Also wenn jetzt eine aktuelle Inflationsrate von 8% bestätigt wird oder anliegt und man teilt 72 durch 8, kommt man auf die Zahl 9. Und das sind dann ist dann im Endeffekt die Jahreszahl. Also man braucht 9 Jahre oder es dauert jetzt 9 Jahre, um das Geld um die Hälfte, also um 50% zu entwerten. Also sprich, man hat jetzt 10.000 Euro und die Inflation bleibt bei 8%, dann dauert das genau 9 Jahre und dann sind diese 10.000 Euro nur noch 5.000 Euro wert, wenn man nichts tut. Ja, was sind die aktuellen Gründe für die Inflation, die jetzt momentan anliegt, also in Deutschland? Das sind verschiedene Sachen. Also einmal ist es so, dass wir immer mehr Renteneintritte haben, immer mehr Rentner haben, die aus dem Sozialsystem beziehen und natürlich auch das Geld praktisch dann auch ausgeben. Das ist meiner Meinung nach ein Inflationstreiber. Dann gibt es natürlich die Corona-Pandemie, die wir jetzt seit 2 Jahren erleben und das Ganze hat das natürlich auch noch angefacht, diverse Knappheiten und so weiter. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Haben wir ja gesehen, dass es jetzt erst im Endeffekt die Ausläufer sind oder jetzt erst richtig beginnt. Dann ist natürlich die Energiepolitik, die an den Tag gelegt wird, also der Austritt aus der Atomkraft als meiner Meinung nach grüne Energie, die Bundesregierung forciert, absolut ja, inflationstreibend. Dadurch haben wir natürlich auch die Probleme, dass jetzt die ganzen Gaspreise explodiert sind, weil wir halt keinen Pfund haben, um dagegen zu wirken in Deutschland. Das ist der einfache Fall. Genau, die Gaspreise gehen hoch. Jetzt gehen auch die Strompreise für Luftwärmepumpen hoch, obwohl die normalen Strompreise niedriger bleiben und keiner kann es erklären.
Also es ist schon eine Problematik, dass die Energiepolitik da nicht korrekt gemanagt wird und wir müssten da meiner Meinung nach umdenken. Ja, dann gibt es natürlich noch eine Dollaraufwertung. Also der Dollar wird aufgewertet, weil ja die Fed im Endeffekt die Zinsen angezogen hat im Dollarraum. Und dadurch haben wir jetzt schon 25% unseres Vermögens im Verhältnis zum Dollar auch verloren, wenn man das in Euro hält. Das ist natürlich auch inflationstreibend. Dann die ganzen Immobiliengeschichten, die gelaufen sind. Also Immobilienpreise sind nach oben gegangen. Das ist auch ein Inflationstreiber sicherlich, ne? Die Mieten auch anteilig. Ja, dann, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist es natürlich so, dass wir erst eine Verbraucherinflation erlebt haben. Also sprich, die ganzen Verbrauchspreise hochgegangen sind. Jetzt kommen so die also diese Produzentenpreise im Endeffekt, also die Preise in der Industrie, die zur Produktion der Güter genutzt bezahlt werden, werden natürlich auch an den Endverbraucher weitergeleitet und das kommt jetzt erst langsam zum Tragen. Und dann haben wir natürlich auch eine Luxusinflation. Also zum Beispiel also auf Luxusgüter, bei Uhren sieht man das ja auch ganz deutlich, dass die wahnsinnige Zuwächse hatten, wo man das gar nicht mehr am Material festmachen konnte. Ne? Da gibt es ja die einschlägigen Marken, die es da gibt, ne? Rolex, AP und auch ja, also diverse andere Marken. Ich möchte aber jetzt nicht näher darauf eingehen. Und dann gibt es natürlich auch noch ja, die Kriegsgefahr, die jetzt herrscht durch die Ukraine-Geschichte. Das ist natürlich auch so ein Inflationstreiber, wenn erstmal eine Munition verschossen wird. Erstmal die Munition ist ja dann nichts mehr da und sie zerstört auch Häuser und so weiter. Also die Inflation geht hoch und auch die Gefahr, dass der Krieg sich ausweitet in Europa, ist natürlich auch ein Inflationstreiber und die Leute ja, haben einfach Angst natürlich, ne? Ja, und dann gibt es auch grundsätzlich noch, was so auch der Trump eingeläutet hat, dieses Decoupling, was man so weltweit sieht. Also das heißt, das Lösen von internationalen Wirtschaftsabkommen im Endeffekt, also von der Globalwirtschaft. Und das treibt natürlich auch die Inflation an, weil man natürlich auch immer nur seinen Markt sieht. Also wir sehen nur die EU bzw. nur Deutschland und dadurch wird die Inflation oder Amerika sieht nur die USA. Und dadurch wird die Inflation auch dann wieder angetrieben, in der heutigen Zeit. Ja, zum letzten Schluss muss ich dann sagen, man zieht ja immer so ein Fazit. Also die Verlierer dieser Inflationsgeschichte werden wie immer die sein, die sparen und ihr Erspartes nicht in Sachwerte anlegen, also nicht investieren, sondern einfach nur das Geld halten und einfach sparen. Das werden die Verlierer dieser ganzen Inflation sein. Und die Gewinner sind die Regierungen und natürlich alle, die Sachwerte haben und in Sachwerte investiert haben, wie zum Beispiel Immobilien oder auch teilweise Autos oder Uhren. Aber Immobilien und Aktienwerte sind grundsätzlich erstmal Sachwerte, in die man meiner Meinung nach investieren sollte, damit man liquide bleibt. Wenn man dann später ein bisschen mehr Vermögen hat, kann man dann auch andere Gegenstände, Sachwerte dazu nehmen. Gold ist natürlich auch so eine Geschichte, wo man investieren kann, aber man kommt halt leichter an das Geld wieder dran, wenn man das in Aktien investiert, falls man das dann benötigt. Oder Immobilien ist halt sehr gut, weil man dann halt sehr gute Abschreibungsmöglichkeiten hat und auch einen Cashflow generieren kann. Ja, liebe Leute, das war heute leider oder ein etwas längeres Video, weil mir das sehr wichtig war, euch das nochmal zu erklären da in der Richtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin immer gerne dazu bereit, die zu beantworten und bitte das Liken und das Abonnieren meines Kanals nicht vergessen.